Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und gerade am Qualcomm-Stand auf dem Mobile World Congress 2012 in Barcelona. Und Mirasol gehört ja auch zu Qualcomm. Und jetzt gibt es auch wirklich ein Gerät, was dieses Display einsetzt. Und zwar den Kyobo E-Reader. Das Ganze basiert auf Android als Betriebssystem, hat ein 5,7 Zoll Display. Und das Display ist zwar jetzt hintergrundbeleuchtet, aber wenn ihr raus in die Sonne geht, schaltet sich das Ganze ab dank Sensoren. Spart also Energie. Wir haben hier Bilder am Touchscreen. Wir können also hier auch Multitouch anwenden. Es hat eine spezielle Software, also die Kyobo-Software. Ihr habt hier eure Bücher und ihr seht, aha, ich habe schon 45% von diesem Buch gelesen, 11% von diesem, etc. pp. Unterstützt natürlich viele Formate. Ihr seht hier PDF, EPUB, natürlich dann auch Text. Schauen wir uns das Gerät mal von allen Seiten an. Es ist keine Kamera drin. Wir haben hier die Lautstärke-Tasten und noch hier Mikro, USB und ein Headset-Port, damit ihr auch ein bisschen Musik hören könnt. Ihr seht, wir haben hier auch Facebook, einen Browser, also eigentlich alles, was man braucht. Und jetzt auch mit dem Mirasol-Display, das ja ohne Hintergrundbeleuchtung auskommt. Das zeige ich euch jetzt mal. Denn wir haben hier ein paar Lampen aufgebaut, sollen die Sonne demonstrieren und wir können das hier noch wunderbar ablesen. Wir haben zwar Reflexionen, aber nicht so stark wie bei Notebook-Displays. Wir können also wunderbar noch alles ablesen hier. Das ist also der Kyobo E-Reader, das erste Gerät mit einem Mirasol-Display von Qualcomm.